Hallo Leute, hier ist wieder euer Matze-Gen. Weiter geht's mit Hearthstone. Ich bin wieder in der Arena-Auswahl und habe diesmal zur Auswahl den Priester, Druiden und Schamanen. Den Schamanen will ich aktuell nicht unbedingt spielen, weil die Wahrscheinlichkeit, dort einen Flächenschaden zu ziehen, doch relativ gering ist. Priester ist eigentlich auch nicht unbedingt so meine Lieblingsklasse für die Arena. Wir hatten zwar das letzte Mal schon den Druiden, aber ich glaube, ich nehme hier nochmal den Druiden. Oder nehme ich den Priester? Damn. Was nehme ich, Leute? Was nehme ich? Ich finde einfach, dass der Druide die besseren charakterspezifischen Karten hat und deswegen nehme ich auch den Druiden. Oh, Alarmobot. Nee, den nehme ich nicht. Hier ist die Kaiserkobra am besten. Geheimnis bewahren bringt uns nichts. Alarmobot ist scheiße. Und darum die Kaiserkobra. Hasserfüllte Schmieden bringt uns auch nichts. Wir haben keine Waffe. Heilende Berührung ist ganz nett, aber ich nehme hier den Spott. Das ist gut. Verteidiger von Argus nehme ich direkt mit. So, jetzt kommt hier die Auswahl: Moloch-Anführer, Urtum des Krieges oder Urtum der Leeren. Ich nehme natürlich Urtum der Leeren. Kann mir ein Card Draw, hab ein Card Draw, beziehungsweise kann mir 5 Leben geben. Hier kommt die Klaue. Klasse. Ich benutze hier den Agentenkommandant, der ist stark. So, Druide der Klaue. Starke Karte. Nochmal Druide der Klaue. Okay, weiter geht's. Voodoo-Doktor oder Silberrücken-Patriarch. Oder den Schnappkiefer. Nicht so einfach die Auswahl. Vergesse meine Uhr aufzuziehen. Das mache ich mal hier noch schnell nebenbei. Ich nehme. Was nehme ich denn? Halt auch noch nichts Low-mäßiges. Ich nehme mal den Voodoo-Doktor ausnahmsweise mit. Kaiser-Kobra oder violette Ausbilderin? Ich nehme die. Ich habe auch noch keinen Zauber. Ich nehme noch mal ein zweites Mal die Kaiser-Kobra. Ah, da kommt auch schon der erste Zauber und Prankenhieb. So langsam sollte ich auch zusehen, dass ich Card Draw bekomme. Ich habe zwar noch keins, aber. Doch klar, ich habe schon Card Draw, nämlich den Urtum der Leeren, aber hier nehme ich den Silberrücken-Patriarch. Eisschnabeleule oder. Was nehme ich hier? So, was nehme ich hier? Ich glaube, Silence oder Sternfeuer. Sternfeuer ist aber auch sehr stark. Aber, oder Armani Berserker ist auch eine gute Karte. Ah, es ist nicht einfach. Ich glaube, ich wähle hier den Silence. Ja. Jägerin, der Klingenhauer finde ich in der Arena eigentlich immer ganz nice. Wildwuchs oder ein Dschungelpanther? Ich nehme mal ausnahmsweise Wildwuchs mit. Okay, hier Erntegolem, klar. Da ist mein Card Draw. Noch ein Card Draw. Die beiden auf jeden Fall. Irwisch, ja, hat mich gestern geowned. Hat tatsächlich ein Schurke mich mit einem Irwisch gekillt. Der hat das Ding auf 9 gebufft in der zweiten Runde. Hat mich damit angegriffen, hat es unsichtbar gemacht. Dann habe ich nochmal in der dritten Runde angegriffen. Also 18 Schaden allein mit einem Irwisch gestern bei mir gemacht. Fand ich nicht so toll. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie ich mich aufgeregt habe. Hier nämlich die Drachlingsmechanikerin. Nochmal ein Spott. Oder Hüter des Heinz. Auf jeden Fall den Hüter. Verrückten Alchemisten könnte ganz praktisch werden. Violette Ausbilderin. Ich habe immer noch sehr wenig Zauber. Zu wenig einfach, dass die Violette Ausbilderin Sinn machen würde. Und mir fehlen auch noch sehr viele Zweier-Drops. Der Taurenkrieger oder Ingenieurslehrling gibt mir nochmal ein Card Draw. Ich nehme aber hier den Taurenkrieger. Auf jeden Fall den Eisenborken. Dann nehme ich hier nochmal Druide der Klaue. Habe ich jetzt mittlerweile schon 3 Stück davon. Schadet aber nicht. Schlingdorn-Tiger oder Seele des Waldes. Ich habe nicht so viele kleine Monster. Obwohl einmal Seele des Waldes. Nee, ich nehme hier die Karte rein. Ja, auf jeden Fall den Yeti. Einer der besten Vierer-Drops. Hier nehme ich Fleischfressender Ghoul.
Einmal Anregen mit dabei. Eine zweite Klaue oder ein wildes Brüllen? Ich tendiere hier eher zum wilden Brüllen. Naturgewalt. Eigentlich geil. Zusammen mit wildes Brüllen ist das doch top. So als Late Game, als Killer-Karte, als Killer-Kombo. In der neunten Runde sind das nämlich immer 12 Damage. Ne, 14 Schaden. Genau. Meeresriese ist sowieso, ist immer okay, aber ich finde das hier ganz gut. Das ist hier auch in meinem Constructed Deck benutze ich Naturgewalt und einmal wildes Brüllen natürlich auch. Ja, die dreimal Druide der Klaue ist klasse. Einmal einen Prankenhieb ist noch okay. Ein bisschen mehr Flächenschaden wäre besser gewesen. Also einen zweiten Prankenhieb oder einen Starfall wäre etwas angenehmer gewesen. Aber es geht. Ist eigentlich ein relativ solides Deck. Vielleicht ein bisschen zu viel Midgame-lastig. Nicht so viele Zweierdrops. Aber schauen wir mal. Okay. Der Yeti oder Druide der Klaue. Schmeiße ich mal beides weg. Akolyt des Schmerzes. Ganz interessant, weil mit dem Voodoo-Doktor kann ich den theoretisch auch wieder hochheilen. Nochmal der Yeti. So, jetzt könnte ich natürlich. Nee, gegen Hexas ist immer blöde, jetzt so ein Monster mit einem Leben zu spielen, weil der Hexer könnte diese Karte doch relativ schnell auch töten. Okay. Kaiserkoper. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, den einmal vielleicht anzugreifen. Dann hat er nur noch ein Leben und im nächsten Turn könnte ich dann den Akolyt des Schmerzes spielen. Erstmal gucken, was er macht. Ich hoffe, er spielt jetzt kein Monster und zieht eher eine Karte oder so. Wäre besser. Komm mal, zieh eine Karte. Er macht gar nichts. Okay. Er greift nicht mal an. Ha! Danke. Ja, dann spiele ich den. Ich hätte den zwar auch töten können mit meinem Gestaltenwandler, aber wenn der Gegner gar nichts macht, also nicht mal angreift, dann. So, mal schauen, was er jetzt macht. Ob er den jetzt direkt mit 4 Damage tötet. Jawohl, Schattenblitz, war doch klar. Einmal Prankenhieb. So, ich spiele selbstverständlich meinen Yeti. Gucken, was er macht. Den Spott kann ich töten mit dem Yeti, könnte dann im nächsten Turn mit dem Voodoo-Doktor den auch wieder hochheilen. Also alles im grünen Bereich. Er legt noch einen Spotter. Finde ich ja jetzt nicht so clever gespielt von ihm. Cool. Das ist richtig gut, weil. Kann ich das Mein machen? neues Rezept wird euch gefallen. Der ist tot. Spiel den hier aus. Kill mit dem Yeti den. Und heil ihn wieder hoch. Klar, man hätte jetzt auch den Pragnib spielen können, aber den kann ich mir auch noch aufheben. Ich denke mal, ich habe das Feld relativ gut leergeräumt. Der verrückte Alchemist hat seinen Job gut getan. Ich frage mich, ob. Okay, wieder ein großer Schrotter. Na gut. In diesem Zug spiele ich dann wohl den fleischfressenden Ghoul mit den beiden Karten angreifen zusätzlich. Das sollte dann ausreichen. Genau. Der einmal da und der tradet den hier noch. Sieht doch alles bis jetzt solide aus.
Sie werden nicht wissen, okay. Sehr gut, weil dann brauche ich nicht meinen Dings traden. Kann hier mit dem Gottesschild angreifen. Der stirbt. Gehe weiter ins Gesicht. Und der Gegner ist dran. Und mein Fleischfresser Ghoul ist mittlerweile bei 6 Angriff. Okay. Ist doch schon vorbei. Jetzt. Ja. Damit wäre das Ding doch beinahe gelaufen. Wartet mal, ich muss kurz rechnen. Das sind 16 Schaden. Reicht noch nicht ganz. Wenn ich den hier... Ach doch, der wird doch natürlich noch hochgebufft. Wenn ich... Ne, den will ich auf jeden Fall behalten. So, dann mache ich das so. Er ist jetzt bei 9. Und damit habe ich gewonnen. Yes, 1-0. Zack. Ich frage mich immer persönlich, ob wenn ich jetzt zum Beispiel anfange mit der Arena und noch keinen einzigen Sieg habe, ob ich dann auch gegen Leute spiele, die auch noch keine Siege haben, oder ob das komplett random ist. Also, dass ich jetzt zum Beispiel gegen einen Spieler gespielt habe, der schon mittlerweile in der 10. Runde ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Statement zu gibt. Vielleicht wisst ihr ja da mehr. Aber ich glaube, das ist random. Weil wenn ja keiner gerade so weit sein sollte wie ich, dann könnte ich doch gegen gar keinen spielen. Oder? Paladin. Okay, eine Borke habe ich auf der Hand. Erntegolem. Mal der Wildnis nehme ich erstmal weg. Wow, okay, aber wenigstens mein Voodoo-Doktor bringt mir zwar noch nichts, aber mein Erntegolem, den kann ich in der 2. Runde spielen. Benötigt ihr einen Segen? Okay, hier wäre natürlich doch schon... Also ich spiele den mal schon. Gucken, was er macht. Ich will einfach die 2 Schaden schon auf dem Board haben. Ich glaube nicht, dass er den jetzt... Genau, das habe ich mir fast gedacht. Dann kann ich jetzt in der nächsten Runde Gestaltenwandler spielen. Obwohl ich natürlich auch den Yeti schon auspacken könnte. Oder einfach das Board leer. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel den und den stehen lasse... Ist nicht so einfach. Aber ich mach das mal so. Für die Wildnis. Doch. Weg damit. Okay. Eine Eule. Spiele ich trotzdem Erntegolem, bleibt mir nichts anderes übrig. Den wird er wohl jetzt erstmal töten. Dann hat er zwar nur noch ein Leben, kann ich dann mit einem Gestaltenwandler töten. Es sei denn, er bufft den jetzt wieder hoch. Okay, relativ viele kleine Karten. Man kann den jetzt mit der Ruine Klaue. Ja, warum nicht? Spiele ich jetzt mal erstmal einen davon mit Spott. Und dann gucke ich mal, was er macht. Ich hoffe, er setzt jetzt nicht das Leben aller Diener auf 1, aber ich hoffe, die nächsten Runden
immer noch einen Spot auf der Hand. Ah, setzt den Angriff auf 1. Okay. Das Gute ist, dass ich den silencen kann. Das heißt, also entweder ich kill jetzt einfach den damit, das geht auch. Oder ich silence den, dann hat er wieder 4 Angriff. Könnte mir den Silence aber auch noch aufheben. Ich könnte ja den töten. Den. In der nächsten Runde den legen. Okay. Ich kann immer noch Karten ziehen. Ich denke mal, die Karten, die ich auf der Hand habe, sind ganz gut. Verteidiger von Argus, Herr der Arena. Erstmal ist der Gegner jetzt dran. Okay. Ja, mit Herr der Arena werde ich jetzt definitiv spielen. Und einmal direkt angreifen. Wenn er den jetzt angreifen sollte, dann kann ich ihn immer noch töten. Okay, wieder den Angriff auf 1. Hart. Noch mehr Spott. Noch 2 Karten auf der Hand. Also ich tendiere jetzt dazu, erstmal hier so zu spielen, um Card Draw zu erzeugen. So. Lebt wohl. Gut gespielt. Krieg ich nämlich noch einen Card Draw. Ah, nice. Okay. Jetzt ist der Gegner dran. 3 Karten hat er. Ich bin da im Vorteil. Gucken, was er mit dem Worgen macht. Okay. Ne, die wird er jetzt nicht buffen können. Das ist halt sein Nachteil, ne? Doch, er bufft ihn. Nee, okay. Segen der Weisheit. Okay, dann kann er eine Karte ziehen, aber. Bringt ihm nichts. So. Spiele ich den hier. Mit Spott. Und den natürlich nicht, sondern lieber noch. Boah, die Schlange. Die Schlange ist ganz cool. Was hat er jetzt auf der Hand? Auch eine Schlange, okay. Ein Card Draw. Traded da. Secret, okay, vielleicht kommt die wieder. Ich weiß nicht. So. Ach so, ich krieg denselben Schaden jetzt. Nee, doch nicht. Ah, wenn ich einen Diener spawne, dann hat er nur ein Leben. Okay.
das wird sein. Na, was lege ich denn da am besten? Vernichte jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. Melde mich zum Dienst. Frankenhieb. Irgendwas, wo ich ein Leben nur machen könnte. Ich könnte den auch spielen und dann mit Mal der Wildnis wieder hochbuffen. Jo. So, jetzt wird's auf ein Leben gesetzt. Genau. Jetzt buff ich den aber. Damit er den jetzt nicht direkt mit einer Weihe töten kann. Das wäre natürlich klasse, wenn er jetzt Verstärkung legt, weil dann könnte ich mir immer schön einen Kartraum mit der Karte holen. Melde mich zum Dienst. Mehr Schmerz. Jupp, okay. Und... mein Schild für Argus. Warum eigentlich nicht? Den kann ich auch noch spielen. Gibt auf! Awesome. 2-0! Nächste Runde. Sieht man mich überhaupt oder bin ich schon wieder zu sehr abgerutscht in meinem Sessel? Dim, 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 dim. Gegen einen Druiden. Okay, Wildwuchs, ich habe den Coin. Könnte man machen direkt am Anfang. Dann kann ich auch direkt in der nächsten Runde dann die Klingenhauerin spielen. Das kann ich eigentlich auch so behalten. Das lasse ich alles mal so. Also wenn er jetzt schon irgendwie was legt in der ersten Runde, kann ich das mal Klaue töten. Nee, Quatsch. Ich will ja mit Wildwuchs meinen Mana direkt um einen Punkt erhöhen. Obwohl, wenn er was legt, dann brauche ich das gar nicht machen in dem Turn. Jupp, okay, dann... ich habe nicht genug Mana. Habe ich nicht in der nächsten Runde 3 Mana und kann dann auch schon direkt die Jägerin der Klingenhauer spielen. Spielt nix. Oh, ist gut. So, dann kommt jetzt die Jägerin. Und der Gegner ist dran. Wenn er jetzt irgendwie Monster legt, kann ich auch einen ganz coolen Card Draw machen mit der Kultmeisterin. Zorn. Sonst nix. Okay. Ich spiele die Kultmeisterin auf jeden Fall erst, wenn ich die Möglichkeit... oh, Yeti. Nice. Richtig guter Draw. Also wenn ich halt anfange, irgendwie Monster zu traden, weil wenn ich sie jetzt schon legen würde, dann hätte ich sie zwar auf dem Board, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, dass der Gegner sich dann auf die Kultmeisterin konzentriert und die dann als erstes vom Feld fegt. So. Ganz klar. Kann ich sogar hier vertauschen, aber brauche ich nicht machen. Spiele ich so und greife einmal direkt an.
soll ich zuschlagen? Jep, das habe ich mir gedacht. Und hier spiele ich... Was spiele ich denn? Ich könnte den traden. Könnte aber auch hier einfach tauschen. Und da nochmal direkt angreifen. An sich ist es ja egal. Also sterben tut er so oder so. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Trete bei. Oder sterben. Oder bei. Komm, ich wenigstens noch eine Karte. Ja, das war klar, dass er da jetzt ein Silence drauf macht. Er will halt mit allen Mitteln verhindern, dass ich Card-Draw kriege. Das versucht man halt in der Arena, ne? Je weniger Karten der Gegner auf der Hand hat, desto mehr Karten man selbst auf der Hand hat, desto höher ist nachher dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt. Okay. Ja, es ist jetzt hier Güllemülle, was er jetzt hier hat, irgendwie. Ich weiß nicht, ich tendiere dazu jetzt nicht unbedingt hier zu traden. Ich finde das eigentlich ganz okay. Und greife mit dem direkt an, weil erstmal ist er jetzt dran. Also Prankeni wäre jetzt schon eine gute Karte für ihn. Damit könnte er dann das Board auch leer räumen. Okay. Hat er einen Prankenhieb? Er bufft ihn hoch, okay. So, dann spiele ich den hier. Töte den, greif wieder direkt an. Und der Gegner ist dran. Hab ja nochmal einen Ansturmdiener, hab auch nochmal einen Prankenhieb. Also wenn ich jetzt, wenn er jetzt nichts wegkriegt und ich das Feld und er auch sich keine Rüstung gibt oder heilt, dann könnte ich schon in der nächsten Runde gewinnen. Wo soll ich zuschlagen? Ja. Ansturm. Er gibt ihm aber Spott. Okay. Kein Problem. Spiele ich das hier. Und spiele den hier aus und greife ihn wieder direkt an. Den behalte ich mir noch. Falls ich auch selbst noch einen Ansturm brauche. So, 6 Schaden plus Heldenfähigkeit 7 Schaden könnte ich machen. Plus Druide der Klaue sind 11 Schaden. Okay, ich gehe mal davon aus, dass er dem vielleicht auch Spott gibt. Nein, auch nicht. Okay, cool. Damit ist die dritte Runde auch vorbei und ich habe gewonnen. Er kriegt einen Ansturm, Heldenfähigkeit. Ach, reicht sogar ohne Probleme. Awesome! Was sagt denn meine Uhr eigentlich? Habe ich ja schon 3 Spiele gemacht. Die tickt hier fleißig und ich sag's ja, da ist die halbe Stunde auch schon wieder vorbei. Die ersten 3 Runden habe ich souverän für mich entschieden. Es steht 3-0. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet morgen wieder ein. Morgen geht es dann weiter mit dem Deck hier und mal schauen, wie weit ich diesmal komme. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim selber zocken. Viel Glück an der Arena. Bis dann, euer Matzejin. Ciao, ciao.